Wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video auf Freizeit zu zweit. Heute geht es um den Kollegen da hinten, um unseren Kastenwagen, den wir uns vor kurzem gekauft haben. Da nehmen wir euch mit zu einer kurzen Bestandsaufnahme, was wir schon umgebaut haben, was wir noch umbauen werden. Aber mir ist kalt, für mich geht's rein ins Warme, für euch ins Intro und dann zeigen wir euch gleich ein paar Bilder, wie das Ding von draußen so aussieht. Ihr habt es gesehen, es ist ein Sunlight geworden, ein Sunlight Glyph 600 und wir haben gesagt, wir machen eine kurze Bestandsaufnahme, wir machen keine ganze Roomtour, aber wir nehmen euch mal ganz kurz mit und zeigen euch, was das hier für eine Kiste ist. Sunlight Glyph 600 habe ich euch schon verraten auf 4 Ducato Basis, in unserem Fall ein Light Chassis, 3,5 Tonnen, der ist bereits aufgelastet, standardmäßig haben die nur 3,3, wir haben 3,5. Wir gehen mal eine Runde rum, aber ich glaube, so viel gibt es da gar nicht zu sagen, weil es ist und bleibt ein Standard Kastenwagen mit Sunlight Aufbau. Nichts Besonderes. Wir wollten auch gar nichts Besonderes haben, ohne viel Firlefanz. Wir haben gesagt, wir wollen günstig kaufen, wir wollen möglichst viel selber umbauen. Fangen wir beim ersten schon an, Light Chassis. Das da unten, da müssen wir ran. Wir müssen das komplette Fahrwerk umbauen, das werden wir in Kürze auch machen, weil wir haben viel Zuladung, wir haben einen Anhänger dabei und das Ding fährt sich, wenn wir ehrlich sind, echt miserabel. Ob sich die Dinger einfach so fahren, ich habe keine Ahnung, aber wir empfinden das als nicht wirklich schön. Da müssen wir ran, vorne, hinten, einmal Fahrwerk, Dämpfer, Federn, Luft. Neu oder dazu. Das ist das Erste, was wir machen werden. Und ansonsten, es ist ein weißer Kastenwagen. Aber der wird nicht weiß bleiben und das ist eine weitere Maßnahme, die wir machen werden. Die Aufkleber kommen ab und da kommt Folie drauf. Was es wird, wir haben schon eine gewisse Vorstellung, die werden wir euch an der Stelle noch nicht verraten. Wir werden es versuchen, dieses Ding selber zu folieren. Wird nicht ganz einfach, wir werden uns da versuchen. Es muss auch nicht perfekt sein, aber da muss Farbe dran. Weil weiß, machen wir uns auch da nichts vor, ist ziemlich langweilig. Der Sunlight wird bei Leica gebaut, noch in Italien, wird ab jetzt in Deutschland gebaut. Das ist ein Modelljahr 2018, den wollten wir auch haben. Warum, werdet ihr drin sehen. Wir haben das Ding aber 2019 gekauft als Neuwagen. Hätte eigentlich mal ein Mietfahrzeug werden sollen, dazu ist es nie gekommen. Ansonsten von draußen gibt es nicht wirklich viel zu erzählen. Wir haben keine Sonderausstattung, die wollten wir auch nicht haben. Wir haben eine Markise. Die haben wir dazu bekommen. Ob wir die brauchen, werden wir sehen. Wir haben Ausstellfenster rechts, links, nur vorne, nicht hinten. Im Bad haben wir auch keins, nur im Dach. Und auf dem Dach, das können wir euch jetzt nicht zeigen, ist auch schon einiges passiert. Das ist nämlich das Einzige, was wir draußen bereits umgebaut haben. Wir haben einen Dachaufbau mit Dachgepäckträger und Solarzellen. Wir haben schon 200 Watt Solar. Keine Angst, wir werden euch das auf dem Video nicht zeigen, aber wir haben das Ganze aufgenommen. Da wird es separate Videos zu geben. Was wir gemacht haben, wie wir es gemacht haben, die laden wir euch in Kürze hoch, aber das wäre hierfür zu viel. Wir gehen mal rein, schauen uns das Ganze von drin mal an, zeigen euch erstmal ein paar Bilder und dann werden wir euch verraten, warum wir unbedingt diesen ausprobieren. Und so sieht's aus in unserem Sunlight Glyph 600, Modelljahr 2018. Ihr habt es schon gesehen, unser Kühlschrank ist oben eingebaut. Wir haben unzählig viele Schubladen, Staufächer, in die wir unseren ganzen Kram reinpacken können. Wir haben immer so viele Sachen dabei und es braucht alles einfach seinen Platz. Es war uns wichtig, dass wir einen großen Tisch haben, an dem wir uns gegenüber sitzen können. Wir kommen uns mit dem Tischbein und unseren Füßen nicht in die Quere. Da hat man wirklich Platz, eine tiefe Sitzfläche. Also da können wirklich 4 Leute ohne Probleme dran sitzen. Und trotzdem hat es uns erstaunt, dass wir hier hinten dran noch einen Schrank haben. Bei vielen habt ihr den nämlich nicht. Hier kann man noch Hemden oder Jacken reinhängen. Das brauchen wir auch. Spätestens wenn wir sagen, wir ziehen in die Kiste hier ein, wenn es auch erstmal nur für einen Test für einen Monat ist. Ich brauche Hemden, ich brauche Anzüge und die muss ich irgendwo hinhängen. Die kann ich hier reinhängen und ich könnte sie sogar da unten reinhängen. Da haben wir nochmal einen Schrank mit
einer Kleiderstange. Also wirklich Staumöglichkeit, kann ich jedem nur empfehlen. Schaut euch die Modelle mal an. Ja, dadurch, dass der Kühlschrank hoch angeordnet ist, habt ihr eine relativ begrenzte Arbeitsfläche in der Küche. Wenn ihr jetzt hier auch noch Töpfe drauf stehen habt, müsst ihr wirklich gucken, wo ihr eure ganzen Sachen ablegt. Es gibt auch eine Abdeckung für das Waschbecken, da könnt ihr da noch was draufstellen, aber wenn ihr das braucht, ist das keine Option. Wir kommen damit klar, reicht, um ein bisschen zu kochen. Ihr werdet hier keine großen Küchenpartys veranstalten können, aber für 2, 3, vielleicht auch 4 Personen reicht das absolut und überhaupt kein Problem. Das ist nicht Standard. Wir haben nämlich schon angefangen, die ersten Sachen hier drin umzubauen. Keine Angst, das werden wir euch in separaten Videos alles zeigen. Das würde den Rahmen von unserer kleinen Bestandsaufnahme hier sprengen. Wir haben 2 Sachen gemacht. Das eine ist Thema Sicherheit. Wie ihr mit wenigen Handgriffen schon einen relativ großen Zugewinn an Sicherheit in eurem Kastenwagen haben könnt. Und das zweite war Thema Elektrik. Wir haben nämlich schon eine Zusatzbatterie verbaut. Wir haben einen Batteriecomputer verbaut. Und wir haben 200 Watt Solar auf dem Dach mit Hilfe von einem Dachträger, den wir da montiert haben. Das kommt alles in separaten Videos. Da werden wir euch das wirklich erklären, wie wir das gemacht haben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glocke drücken, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Das wird in Kürze folgen. Da geht es um Thema Sicherheit, dann geht es um Thema Elektrik, was wir hier gemacht haben. Elektrik wird auch nochmal folgen, weil wir werden hier noch einiges machen müssen, sei es der Wechselrichter oder die Vorbereitung für unsere Zusatzheizung. Nächstes Projekt. Wir brauchen hier eine Zusatzheizung. Wir waren im Winter unterwegs. Wir haben hier eine Truma Kombi 4 verbaut. Eine reine Gasheizung. Im Winter, ihr schafft es genau 2 bis 3 Tage auszukommen mit einer 11 Kilo Gasflasche. Wenn ihr im Winter autark stehen wollt, ohne Strom, um einen Heizlüfter zu benutzen, keine Chance. Ihr fahrt entweder permanent zum Baumarkt oder braucht eine Alternative. Das ist der aktuelle Plan, dass wir eine Dieselheizung haben, die uns hier eine Grundwärme reinbringt, dass wir uns ein bisschen Gas sparen können. Dafür brauchen wir Strom, Zuleitung, zusätzliche Absicherung. Das heißt, Elektrik wird bei uns nochmal ein Thema. Ansonsten, Sicherheit, kommt auch noch eine Alarmanlage, aber das erst später. Wir zeigen euch erstmal, was wir da schon gemacht haben in dem nächsten Video. Und schauen wir mal weiter nach hinten, weil jetzt geht es in die Nasszelle. Da wird es kuschelig. Und dann hinter ins Bett. Und dann sind wir auch schon durch. Und jetzt sitze ich in unserer Nasszelle und ihr seht schon, hier ist nicht wirklich viel Platz. Ihr haltet euch wenige Minuten am Tag, sei es eine Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht in eurer Nasszelle auf, geht aufs Klo, müsst mal duschen. Das ist, glaube ich, nicht der Hauptzeitfaktor, dass ihr Wert legen solltet, wie groß euer Bad ist. Wir haben gesagt, wir können uns da eigentlich mit allen Lösungen, die wir irgendwo finden, arrangieren. Und trotzdem finde ich, dass ihr hier auf dem kleinen Raum wirklich alles machen könnt. Ihr habt ein kleines Waschbecken, da könnt ihr euch waschen. Die Toilette ist drehbar, also auch kein Problem, das so einzustellen, dass ihr für eure Beine genug Platz habt. Ihr seht, ich bin ungefähr 1,80. Ich kann entspannt hier sitzen, habe auch für meine Schultern noch genug Platz und geht. Auch duschen geht hier drin, weil dank Schiebetür müsst ihr keinen Vorhang komplett rumziehen. Wir haben jetzt zwar einen Vorhang, aber das reicht, wenn wir den hier hinten zuklipsen, dass der Schrank geschützt ist vor eurem Duschwasser. Zur Tür hin braucht ihr gar nichts, also auch hier wirklich genug Platz zum Duschen. Wir haben unten so eine Holzeinlage noch drin, die kommt noch raus. Dann reicht es auch für Menschen, die knapp über 1,80 sind, zum Duschen. Wenn ich jetzt aufstehe, ihr seht, ich stoße jetzt gerade am Fliegengitter an. Ich bin ziemlich genau 1,80. Ohne das Brett kann ich hier ohne Probleme duschen, mich auch von oben abbrausen. Da gewinnt ihr ungefähr 5-6 cm. Ansonsten auch hier, ihr habt Platz. Wir haben einen großen Spiegelschrank. Hinten könnt ihr aufmachen. Da passt relativ viel rein. Wir haben auch hier nochmal einen großen Spiegel für die Damenwelt unter euch. Ansonsten könnt ihr hier Klamotten, nasse Handtücher relativ gut aufhängen. Wir haben eine Dachluke, das war uns wichtig, dass wir die Feuchtigkeit nach dem Duschen hier rauskriegen. Und es geht in wenigen Minuten. Wenn wir geduscht haben, ist hier alles feucht. Wir machen die Dachluke auf, Tür zu. Wir haben hier einen Standheizungsausströmer und dann ist alles trocken. Nasse Jacken, nasse Klamotten. Ihr hängt die auf den Bügel hier rein, macht die Tür zu, ratzfatz ist hier alles trocken. Weiter geht ins Schlafzimmer. Also wirklich für jeder, der sagt, irgendwie die Betten im Kastenwagen, in kurzen Kastenwagen sind klein, kann ich absolut nicht bestätigen. Knapp 1,60 mal 1,90 Meter. Viel Platz. Das Einzige, was ein bisschen beengend ist, ist der Abstand vom Bett, weil ihr habt hier ein relativ hoch eingebautes Bett. Ihr seht schon, wenn ich hier auf der Bettkante sitze, baumeln meine Füße ja doch deutlich über dem Boden und ich brauche sogar eine Trittstufe, um hier reinzukommen. Für Leute, die noch kleiner sind, die haben noch mehr ein Problem. In dem Fall für die Person hinter der Kamera. Die muss hier schon ganz schön klettern, bis sie hier drin ist. Ansonsten super viel Platz. Man kann hier entspannt zusammen sitzen. Man kann zusammen hier liegen. Man kann sich hier mit dem Rücken dran lehnen. Das ist das, was ich immer mache, wenn ich einen Computer irgendwo auf dem Schoß habe. Wir können hier hinten rausgucken. Die Fenster waren uns wichtig. Die hat aber auch jeder Kastenwagen. Was wir bewusst nicht wollten, sind Seitenfenster an den Richtungen, weil was bringt es euch, dass ihr mit den Füßen irgendwo am Rollo baumelt oder der Kopf direkt am Fenster ist. Das Bett könnt ihr hochklappen. Darunter habt ihr nämlich noch eine Heckgarage. Die zeigen wir euch gleich mal von draußen.
Viel zu erwähnen gibt es aber auch nicht. Da kommt ihr an euren Gaskasten dran. Wenn ihr hier das Bett nach oben klappt, kommt ihr hier an euren Frischwassertank dran mit der Pumpe und allem anderen. Ansonsten Staufächer unterm Bett, Staufächer unterm Bett, Staufächer unterm Bett. Wie überall in dem Ausbau. Ihr habt einen Haufen Staumöglichkeiten. Platz. Wir zeigen euch jetzt doch nicht von draußen, wie unsere Heckgarage ausgeht, sondern wir bauen mit euch jetzt mal das Bett um, weil mittlerweile hat es draußen angefangen zu regnen. Das machen wir jetzt nicht, das ist mir zu nass. Relativ einfach. Was ein bisschen unpraktisch gelöst ist, ist die Aufteilung der Matratzenstücke, weil ihr habt hier so ein kleines, kurzes Stück. Da hinten kommt ihr an euren Wassertank dran, da ist so ein Holzbrett drauf, solltet ihr da rein müssen. Dieses kurze Stück muss da bleiben zum Hochklappen, aber ihr müsst erstmal euer Bettlaken entfernen. Ansonsten legt ihr das dahin, das passt. Jetzt habt ihr hier so ein großes Stück von eurer Matratze. Das klappt ihr später mit hoch, aber da müsst ihr echt quetschen, dass das funktioniert. Der Bettbezug muss erstmal komplett runter, sonst werdet ihr das nicht hinkriegen. Wenn ihr den dann auf die Seite geschoben habt, könnt ihr den kompletten Bettteil an der Stelle hochklappen. Die Matratze muss nur hochklappen. Und da seht ihr schon, das muss ich rumklappen. Du musst sie so einschlagen und dann auf die andere Seite legen. Also, ihr habt hier eine super Aufteilung von euren Matratzenstücken. Wie ihr seht, ihr könnt die Matratze genauso zusammenklappen, dass ihr auch das Bettgestell nach oben klappen könnt. Das rastet ein. Ihr habt hinten noch die Möglichkeit, das Ganze mit so einem Druckknopf zu fixieren, dass ihr auch während der Fahrt einfach so fahren könnt. Ihr seht schon, wir haben hier unten wirklich Stapelboxen, wir haben eine Leiter, wir haben komische Auffahrkeile, die wir noch nie benutzt haben, aber wir haben sie gekauft. Weil man hat uns erzählt, die müsste man kaufen, sonst ist man kein richtiger Camper. Wir lassen sie eingepackt, wir sind lieber nur halbe Camper. Ja, hier passt ein Haufen Kram rein. Der einzige Nachteil, wenn ihr hier Sachen drin habt, ihr kommt nicht mal in die Staufächer. Wir haben hier drei Türen, wo ihr wirklich noch die Staumöglichkeiten nutzen könnt unter eurem Bett. Da kommt ihr aber nicht mehr dran, wenn ihr hier irgendwas drin habt. Deswegen sind da für uns sind da Sachen drin, an die wir nicht häufig ran müssen. Irgendwelches Werkzeug, wo man im Worst Case nur dran muss und dann können wir den Kram hier eh ausräumen. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ihr habt auf der Seite von hinten Zugang zu eurem Gaskasten. Ist nicht schlimm, dass wir den jetzt nicht sehen, weil den werden wir uns von anders nochmal anschauen. Weil wir auch hier ein bisschen was umbauen werden. Wir werden dann einen Gastank einbauen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht immer Gasflaschen raus und reinholen. Wir werden da Gastankflaschen reinbauen und zwar so, dass wir sie eingetragen bekommen als Gastank. Das werden wir da hinten noch machen. Da werdet ihr dann eh sehen, wie das aussieht. Und wir werden nochmal an die Hecktür müssen. Beim Thema Sicherheit, aber wie gesagt, neues Video kommt in Kürze. Mehr gibt es zu unserem Kastenwagen gar nicht zu erzählen. Ansonsten sage ich vielen Dank, das war unsere Bestandsaufnahme und wir werden mal schauen, wo wir in einem Jahr stehen, wenn wir das gleiche nochmal machen und gucken, was haben wir bis dahin umgebaut, wie sieht das ganze Ding aus. Ja, von der Weißware zu, wir brauchen doch einen Namen. Wer einen Namen hat für unseren Kasten, postet das in die Kommentare. Eigentlich wäre Olaf wieder ideal gewesen für so ein weißes Ding, aber wird ja nicht lange weiß bleiben. Wer eine Idee hat, wie wir unseren Kasten nennen können, schreibt das gerne mal unten rein. Wir sind ja noch relativ einfallslos, aber ich glaube, das muss auch entstehen. Ansonsten sagen wir vielen Dank, viel Spaß, bis zum nächsten Video. Macht's gut.